Servus Leute, zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Bevor ich mich hier weiter, nachdem wir Brigandwulf besiegt haben, weiteren Quests annehme, will ich als erstes, um mein komplettes Rooster nutzen zu können, mich um Sapphire Fox Probleme kümmern. Ihr müsst wissen, Sapphire Fox hat keinen guten Schlaf, wird regelmäßig von Albträumen geplagt und deswegen, genau deswegen, müssen wir uns darum kümmern, dass diese Albträume verschwinden. Und das können wir schaffen, indem wir sozusagen bei den Übernachtungen es schaffen, ja, prinzipiell, Moment, bei den Übernachtungen müssen wir schaffen, dass, die Albträume verschwinden. Zwei Begegnungen auf Champion-Level fehlen dann nur noch. Die müssen noch gemacht werden. Ich bereite gerade mal die Musik vor, weil wir müssen ja dann rasten. Und ja, dann, sehr geil, nicht wahr? Die Musik ist da, die Musik ist ready, die Musik ist ein bisschen leise, finde ich. Kriegen wir aber hin, das passt. Gut. Ja, vorbereitet habe ich schon prinzipiell die Truppe, die hier mitkommt. Im Bluten, Stressheilung, generelle Heilung und ja, Sapphire Fox ist an sich ein guter Kämpfer. Die sind alle gute Kämpfer. Und ich glaube, die Schlangen sind auch schlecht gegen, oder es ist gut, gegen die Schlangen Gift einzusetzen. Dementsprechend passt es mit denen. Mit der Truppe ganz gut, würde ich mal behaupten. Wir brauchen Armor Penetration, haben wir fürs Rasten, sehr gut, sehr gut. Ansonsten irgendwas vielleicht, Stress lindern ist, das da, das brauchen wir. Jede Rode, alle Gefährten, shit, alle Gefährten. Reicht ja bloß Sapphire Fox, das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir... Wir könnten noch stärkende Worte. Also wir hauen sozusagen den Stressschaden so extrem runter, dass wir uns gar nicht darum kümmern müssen, weil ich habe hier nochmal minus 45% Stressschaden im Gegen. Die Arien-Spieluhr habe ich irgendwo mal als random Loot bekommen. Bestes Item ever, glaube ich. Also besser als dieses sehr seltene... Es hat auch eine andere Farbe. Sehe ich gerade. Oder sind meine Augen... Oh, es ist schon spät abends. Oder sind meine Augen ganz kaputt? Das ist ein dunkleres Orange als das. Das ist ein blasses Orange. Das ist ein kräftigeres, denke ich mir. So wie wenn das sozusagen ihr Ahnenschatz ist. Naja, gut. Egal. Wichtig ist, die Schlangen haben wahrscheinlich wieder Unsichtbarkeit. Deswegen brauchen wir die Fähigkeit. Das ist schon mal ganz gut. Kuss der Natter ist okay. Das ist alles okay ansonsten. Die Angriffe hier sind okay. Hier haben wir noch eine stärkende Melodie. Ansonsten ist alles okay. Du bist sowieso okay. Was halt fehlt, tatsächlich, das müssen wir jetzt noch machen, Upgrades. Die Truppe wurde so noch nicht eingesetzt, deswegen gleich mal hier das Upgrade. Oh ja, Scirocco. Nochmal schön buffen, damit du auch ordentlich Leben... Du hast tatsächlich... Du bist ein super starker Kämpfer, aber hast für einen Frontkämpfer ziemlich schwache Lebenspunkte. Ja. Dafür ist der Ausweichenwert ein bisschen gebufft und den können wir noch theoretisch zukünftig weiter buffen natürlich. So, bei dir holen wir uns die Bürde und das Testament, das hatten wir ja schon mal. Dann bei dir. Oh, du wurdest schon gebufft, sehr schön, sehr schön. Die Vestalin hier, die muss die Gehilfe des Lichts, das gesegnete Bollwerk sich zulegen. Perfekt, perfekt. Und natürlich bei den Gilden muss auch investiert werden in, ja, in bessere Fähigkeiten. Das habe ich bei dir schon gemacht. Sehr gut. Du brauchst bessere Fähigkeiten. Hier und hier. Okay. Das habe ich noch nie genutzt, das Fordern. Selbst bluten. Aber jemand anders wird geheilt. Aber das ist doch schlecht, oder? Naja, gut. Man kann natürlich damit dann schneller da den Trigger erwirken und dadurch... Gibt es bestimmt coole Kombos oder Taktiken mit dem. Ich bin bloß zu vorsichtig für sowas. So, bei dir hatte ich das wichtig, das wichtig. Du hast noch Verwirren, glaube ich, und Kustanata ist vorne mit dabei. Fällen finde ich auch nicht schlecht und das finde ich auch...
Schildbrecherin ist echt eine gute Klasse. Habe ich am Anfang unterschätzt. Ich habe viele Klassen am Anfang relativ unterschätzt. Also Schildbrecherin ist so eine Klasse, die ich nahezu in jeden Dungeon, wo irgendwie Gift nützlich ist, mitnehmen würde. Flagellant in jeden, wo... Gut, der war von Anfang an gut. Tatsächlich, der Flagellant, der, seit ich den bekommen habe, hat er mich überzeugt. Ja, der Narr, ja. Wir werden noch ein neuer Narr, aber naja. Gut, okay. Die Truppe ist fit, die ist upgegradet. Das ist wieder so eine Quest. Hier haben wir eine lange Quest. Wäre auch ein nettes Teil. Und blutende Gegner im Wald ist auch kein Thema. Also wir müssen nur zu einem Raum kommen. Dort rasten wir zweimal und hoffen, dass es einfach triggert. Extra nicht... Erst wollte ich eigentlich das da machen und dann einfach hoffen, dass es einfach so passiert. Aber ich bin nicht bereit, mental jetzt schon gegen das Ding aus den Sternen auf der Schwierigkeit zu kämpfen. Gegen das zu kämpfen. Deswegen nochmal die lange... Wir haben alles im Gepäck. Wir brauchen nicht viel. Ich nehme einfach mal einen Stack mit. Ich habe das Geld. Auf dem Weg können Sachen sein. Ich weiß nicht was. Deswegen nehmen wir von... Gegengift können wir tatsächlich uns ein bisschen mehr gönnen. Schaufeln könnten sein. Ich muss leider von allem was mitnehmen. Das ist teuer, unnötig teuer. Und ich krieg's nicht mehr zurück. Aber hey, es ist wert. Es ist wert. Danach habe ich meine Ruhe. Danach weiß ich, alles ist gut. Alles ist gut. Die Träume werden schön. Dementsprechend legen wir los. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr erforschen und so. Ein bisschen Blut rausholen, um das Geld wieder reinzuholen. Aber das sehen wir dann, wenn wir zweimal gerastet haben. Erstmal das. Das ist das Wichtige. Und dann müssen wir es nochmal machen. Prinzipiell. Das machen wir auch gleich danach nochmal. Solange der Stresslevel sich hält. Ja, oh, Expert. Ach, ich sehne mich wieder nach leichten Quests. Ich sollte alle wieder entlassen und damit von vorne beginnen. Schön auf kurz, auf einfach. Das Einzige, was mich an dieser Taktik jetzt absolut hindert, ist natürlich der Hof. Ich darf das nicht mehr, sonst habe ich mit Blut zu kämpfen. Mit Blutfluch. Dann ist es ein dauerhafter Fluch. Ah, da haben wir schon die ersten Gegner. Ah, Stufe 3. Okay, die sehen... Für Stufe 3, ja, die haben einen hohen Ausweichwert, aber ansonsten... Okay, das sind Gegner, mit denen ich auf Stufe 3, auf Champion-Level, ganz gut zurechtkommen, würde ich behaupten. Blutend von 5. Mhm. Ausweichenwert, ja. Dass sie mal nicht getroffen werden, kann leider jetzt häufiger vorkommen. Okay. Ich sollte mal auf die Trefferchance achten, wie denn jetzt wirklich ist. Da haben wir ein bisschen Loot. Nein, haben wir nicht. Okay. Ah, Loot. Oh, Gegner. Oh, shit. Oh, shit. Trefferchance 95%. Bei 21 Ausweichen. Also so wichtig ist es dann anscheinend nicht, dass ich die Trefferchance buffe. Zumindest gegen so eine Art von Gegner. Aber das ist auch der Tank. Der will nicht getroffen werden. Aber interessanterweise, der hat nicht mal... Der hat nicht hier Abwehr. Ich hätte jetzt von dem Riesen Abwehr erwartet. Okay. Behave, my friend. Was ist hier los? Das habe ich jetzt nicht drauf gepasst. Ah ja, da haben wir es schon. Ausweichen 79% und 74%. Also bei dir war es schon deutlich besser. Du hast einen... 110er Grundwert. Die haben Ausweichen 26. Theoretisch. Das wirkt. Ja, wie wirkt denn das? Ich habe einen Präzisionswert von 110. Der hat einen Ausweichenwert von 21. Aber trotzdem habe ich bloß eine 79%ige Chance. Müsste es nicht 89 dann sein?
Ja, mit 89 käme ich eigentlich zurecht. Also 89 wäre jetzt nicht der Weltuntergang. Ach, du bist geschwächt worden. Sag das doch gleich. Mädel. Dann nimm mal. Ja, Kira hat in die Kommentare geschrieben, ich muss jetzt häufig auf... Aua. Uff. Schmerzen. Ich verspüre wahrlich Schmerzen. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ich soll aufpassen auf, sagt. Ich muss jetzt höllisch aufpassen auf die Trefferchance. Aber hier, ich sehe jetzt an den Gegnern noch nicht, dass ich zwingend... Gut, er hat gebufft. Er hat's gebufft, aber ansonsten noch nicht wirklich. Achso, ich könnte ja die dort... Na, die dort hinten muss ich nicht. Lieber den dort vorne. Das Problem ist jetzt auf jeden Fall schon mal, dass die Gegner deutlich mehr aushalten. Die Kämpfe dauern also länger. Ich muss also... Ja, mehr Taktik anwenden. Mehr Heilung. Mehr Stressheilung. Sowas in der Art. Aber ich kann das jetzt auch mittlerweile. Ich kann jetzt mittlerweile eine Truppe aufbauen, die so... Premium-mäßig unterwegs ist und super stark ist und ich muss jetzt nicht mehr darauf achten, dass irgendeiner... Oh, Glück gehabt. Irgendeiner jetzt noch nachrücken muss. Ich muss jetzt nicht mehr abwechseln, will ich damit sagen. Ich kann jetzt eigentlich immer die Top-Leute nutzen. Finde ich angenehm. Schade. Der kriegt halt ordentlich Schaden schon. Blute, Sau, Blute! Ja, du bist tot. And improvement. Ah, ja. 32 Bleed. Nice. Ja, da gab es wenigstens ein bisschen Loot. Und Schlüssel habe ich auch dabei. Sehr schön. Ja, der Raum, das ist ja optimal. Der Raum taugt. Ich brauche nicht so viel Nahrung. Vielleicht gehe ich da noch ein bisschen rum, aber so wirklich auch wieder nicht. So, dann legen wir los. Rasten wir... Oh, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Hätte ich vielleicht... Da war ich zu schnell. Egal. So, alle Rüstungsdurchdringungen, falls die Viecher Rüstung haben. Weiß ich ja nicht. Dann, Stress wird gelindert. Für alle. Sehr gut. Die Abwehrstärken. Abwehrstärken wäre geil. Aber was war nochmal das andere mit Stresslindern? Oder das ist auch nicht schlecht. Extra Präzision, selbst. Hatte man noch irgendwas mit Stress. Ah, der Einge. Ein Gefährte ist das lästig. Ja, gut, aber wir können die Abwehr nochmal stärken. Ja, die wurden alle gebufft und dann. Nur ein Gefährte. Ja gut, dann buffen wir noch dich. Träumen was. Gibt es irgendwas? Kampf? Oh ja, Kampf. Ups, hab was versehen auf die Aufnahme gedrückt. Ah. Ich hab ganz vergessen, ich muss ja auch aufpassen, dass die dunkle. Ach, belastend. Mega belastend. Ich wurde im Hinter. Wurde hinterrücks erwischt. Im Traum. Ich hab ganz vergessen, ich muss ja auch dafür achten, darauf achten, dass ich nicht... Oh, stimmt. Die sind ja wenig. Die sind ein bisschen falsch rum hier. Würde ich behaupten. Ja. Schön, nicht wahr? Vielleicht... Oh, es wird heller. Nee, das bedeutet nichts Gutes. Oh, es ging. Blah, 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 blah.
Weg mit dir. Schön. Macht ihn einfach weg. Der muss einfach weichen. Der Baum muss gefällt werden. Und dann hoffentlich beim nächsten Rasten einfach dann. Was zum... Puff. Aus dem Leben geprügelt. Leben. Na, ja, und wieder zurück im Leben. Vollkommen fast. Nice. Und der blutet zu Tode. Nein, tut er noch nicht. Jetzt aber. Okay, Schwelle des Todes ist... Moment. Ist komplett weg. Schwelle des Todes, Debuff ist komplett weg? Bitte was? Der war doch noch gerade da. Ja gut, rasten wir nochmal und diesmal achten wir darauf, dass wir nichts machen. Ah, wobei. Kommt jetzt noch der Hinweis? Kein Hinweis. Mist. Kein Hinweis. Ups, falsch. Naja. Halt, war da gerade ein Hinweis? Nein, da war kein Hinweis. Oder? Nein. Mist. Schade. Mal gucken. Ja, die zwei Kurios, da hole ich mir noch. Und dann gehe ich raus. Na, okay. Eine Schaufel. Gönnen. Holen wir uns wenigstens ein bisschen Geld wieder zurück. Dann noch ein bisschen Geld. Und gut ist. Schade. Wounds to be tended. Ja. Aber es gibt ein paar Sachen. Okay. Massenweise Krankheiten. Ah, shit. Okay. Schade. Der Trupp muss leider mal weichen. Dann probieren wir es. Finally, the serum is working. Medizinisch. Okay. Zahlt heißt, du hast, genau, du hast dein Zeug verloren. Sehr schön. Tja, Krankheiten. Lethargie muss weg. Die rote Seuche muss weg. Oh, Graf ist auf Abwägen. Toll, Graf. Toll. Was soll das hier? Ich könnte dich gebrauchen. Belastend. Absolut belastend. Hast du irgendwas? Nein. Zaltais? Habe ich ja schon nachgeschaut. Nein. Akira. Lichtempfindlichkeit. Können wir nicht gebrauchen. Weg damit. Da, das kann man dann wegmachen. Dementsprechend passt das. Blöd. Habt ihr schon gesehen? Der Proxy hat sich uns angeschlossen. Einfach einen Kommentar drunter gelassen und schon wurde zu einem Hundemeister. Zu einem blutigen Hundemeister. So, Xali, hast du noch mal? Nee. Aber ihr könnt auf jeden Fall dann zum Beispiel ins Kloster. Hier, Gebete sind gut. Kauchi. Kauchi, du siehst eher aus, als würdest du nicht ins Kloster wollen. Aber Zeit heißt, geht auf Kreuzgang. Genau. Der geht auf Kreuzgang. So sieht er nämlich aus. Und der Kreuzritter, meine ich damit. Und Kauchi als Kopfgeldjäger, ja, an die Bar, um von deinen Kopfgeldern zu erzählen. Gönn dir. So. Okay.
Das bedeutet allerdings auch... Okay, es sind andere Quests jetzt. Hohohoho. Schöne Quests noch dazu. Aber das macht nichts, ich brauche bloß eine lange Quest. Wie sieht dein Stresslevel aus? Ist okay, ist eigentlich okay, Vestalin 2. Dann probieren wir es einfach nochmal. Wir probieren es diesmal... Wir haben ja jetzt gerade keinen von denen. Shitbrecherin 2. Sir Firefox, deine Albträume muss jemand anders bekämpfen. Heißt das somit? Wir probieren es mit Wegelager. Und an der dritten Position. Bluten wäre nicht schlecht. Der Proxy, willst du mal? Komm, Proxy, komm. Wir nehmen dir auch Blut mit. Wir nehmen dir auch ein bisschen Blut mit. So. Tja, dann Second Try. Second Try. Second Try. Wieder die Spieluhr und das Buch. Für dich. Du möchtest. Ja, Schaden. Ich weiß nicht, wie viel Licht da gilt. Deswegen lassen wir das mal mit Lichtgegenständen. Ach, alles die guten Lichtgegenstände. Das ist schlecht, wenn man nicht weiß, ob Licht überhaupt triggert. Wobei, vielleicht triggert Dunkelheit. So in der Nacht. Ist auch deutlich besser als Lichtgegenstände. Wenn ich wüsste, wie das Lichtverhältnis da nochmal war. Ausweichen hier. Position 1. Nee. Nee. Ausweichen reduzieren. Dafür Präzision und Critten erhöhen. Und den Schaden erhöhen. Gönnen wir uns. So, der Hundemeister. Der Hundemeister kriegt auf jeden Fall das Item. Das ist gut, das ist gut. Der Hundemeister bekommt... Schon schwierig, wenn man nur Lichtgegenstände gesammelt hat. Ah, das wäre nicht schlecht. Abwehr. Und sie bekommt natürlich das Heil-Item. Und... Noch ein Highlight. Macht das Sinn? Nicht viel Sinn. Aber für unseren Zweck reicht's. Okay. Ja. Blöd ist bloß. Auch die muss ich jetzt erstmal wieder buffen. Aber so ist das nun mal. Schwieriges Unterfangen. Aber wir kriegen es alles hin. Und teuer noch dazu. Ah, der hat schon alles. Sehr gut. Ist auch schon alles. Auch gut. Weil es ja auch mehr die kleineren Sachen sind. Blitz und Donner. Und der Uneinholbare. Ding, 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 ding. Und du bekommst die Zähne und das Scirocco. So. Nee, du nicht. Du. Das. Müssen wir aber auch darauf achten, dass du genau das mitnimmst an Fähigkeiten. Dann. Der hätte sogar was zum Tarnung aufzudecken. Sehr gut. Können wir gebrauchen. Vielleicht. Genau, Proxy muss jetzt dafür sorgen, hier das Stressgehalt wird. Das passt. Falls notwendig. Und sie passt auch. Gut. Letzte drei again. Jetzt haben wir den dort. Dann letzte drei woanders again. Auch eine lange Quest. Ach, ich will da nicht rein. Ah, ich muss. Na, oh, Hundeknochen, die ich wieder mal vergessen werde. Gönnen wir uns. Gönnen. Snack gönnen.
Ah, wir brauchen Blut. Okay. Alles gegönnt. Let's go. Komm, ich will Albträume. Albträume sind was Feines. Nicht wirklich, aber ich will sie loshaben. Das ist was Feines. Das ist wirklich was Feines. Kommt schon. Ich mache jetzt auf Joker. Schmatzgeräusche. Ich bin nicht wahnsinnig. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Na gut, also runter. Oh ja, stimmt. Du bist ja verlangen. Verlangen. Der Blutrausch. So sieht's aus. Gönn dir noch ein bisschen Weihwasser. Nein, tu's nicht. Bloß nicht. Eine Falle. Das ist dein Job. Naja, nicht mal zwingend. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Falle irgendwas Gutes zu kriegen, auch deutlich geringer. So, einen Trupp Gegner müssen wir loswerden. Ach, natürlich. Blutverseuchte, hässliche Wesen. Ritter. Bittsteller. Sind das einfach bloß stärkere Varianten oder sind das dieselben Varianten? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Ich töte sie einfach. Wenn möglich. The ground quakes. Und zur Not muss ich halt bluten. Also, dann, das ist halt so. Ja, den kann ich erwischen. Bluten meine ich. Zur Not muss ich halt, werden noch mehr bluten. Wir müssen so oder so sehr bald was machen gegen diese Blutverseuchung. Das tut immer weh. Das tut auch weh. Das ist ärgerlich. Das ist Formation is broken. Maintain the offensive. Das ist auch gut. Hier schlage ich für Blut zu. Ja, tatsächlich kannst du es da auch. Well struck. Er könnte ein Problem. Nein, hat er nicht mal damit. Sehr gut. Sehr gut. Sehr agile Truppe. Nice. Ah, ich habe genug Nahrung dabei, um zweimal ordentlich zu essen. Gönnung. Gönnung, absolute Gönnung hier. Hier mit dem Bluten, das können wir stillen. Ansonsten brauche ich wahrscheinlich keine Kräuter mehr. Ja, dann gönnen wir uns noch einen Schlaf. Und hoffen, dass ein Albtraum auftaucht. Let's go! Gathered close in tenuous violet. Wie sieht's aus? Kein Hinweis, das ist schlecht. Alle Gefährten, das hat eine Schwäche. Wir machen halt, du kannst was Besseres, das da. Wir machen das hier und. Ja. Kein Stress. Nein. Dann machen wir gleich nochmal. Gönnen uns nochmal volle Nahrung. Ah, da habe ich's. Ah, da kam der Text. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt bereiten wir uns vor. Dann brauchen wir auch das nicht, Zuflucht, weil jetzt kommt ein Kampf. Wir machen ein Gebet, um alle zu stärken. Wir machen... Chance zu überraschen vielleicht? Stressschaden reduzieren bei ihm? Keine Ahnung. Let's guy! Doch, nee, passt. Let's go! Die Wüste!
Gnawing uncertainty. Da ist sie wieder. Oh shit, haben die viel Leben. Oh shit. Behave. Was? Du hast doch Blutrausch, oder? 11 Stress, okay. Erstmal den aufdecken. Genau, der ist dann nicht mehr so schlimm. So. Nee. Wir brauchen gerade noch keine Heilung. Wir debuffen. Wir stunnen. Unmöglich. Ja. Klappt. So, du musst schießen. 92. Ausreichend, absolut ausreichend. Du bist der Blutgott. Ja, willkommen, Blutgott. Ich bin der Wuji. Schön, dich kennenzulernen. Die haben Abwehr, aber wir haben ja Rüstung durchdringend. Sehr gut, sehr gut. Okay, kümmern wir uns erst um den Kleinen, dann machen wir den Großen. Autsch. Die machen Damage. Die machen jetzt mittlerweile Damage. Ja. So, fress ihn. Confidence surges as the enemy crumbles. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding. Ah! Du's nicht! Das ist ein ordentlicher Gifthauch. 16 Schaden. Behave, please. Behave. Ja, okay, jetzt muss ich mal heilen. So sieht's aus. So. Genau so. So. Stress ist kein Thema, also können wir weiter anfangen. Oh, schön, ein Viertel gleich erwischt. Plus 6 Schaden noch extra. Komm, bekämpf deinen Albtraum. Der Albtraum ist lästig. Lästig ist er. Oh doch, so komme ich an den ran. Ach, ich hätte Gegengift geben sollen. Das ist nämlich ein ordentlicher Gift-Effekt. Häutung? Ah, Heilung, ja. Eine Stärkung? Was macht die Stärkung? Extra Schaden und sowas. Ja, ist okay. Gibt Schlimmeres. Da gibt es Schlimmeres. Das war blöd. Das ist doch nett. Das ist zumindest nichts Dummes gewesen. Es war zwar jetzt auch nicht so nützlich, aber es war auch nicht dumm. Ein Stun wäre geil. Schade. War ein Versuch wert. Jetzt brauchst du auf jeden Fall ein Gegengift. Dran denken, wenn sie drankommt. Ja, jetzt zum Beispiel. Ah, vielleicht auch die Hundeknochen. Ich könnte zum ersten Mal an die Hundeknochen denken. Hat er gesagt und hat es wahrscheinlich, sobald er dran ist, vergessen. Wobei, ich versuch's noch im Kopf zu behalten. Hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Was wollte ich machen? Ja. Vigor is restored. Oh, sieht's gut aus. Fast hätte ich's vergessen. Nom. Kill him! A victory. Tatsächlich, ohne die jetzt nicht geklappt. Point. Das Messer ist stumpf. Und ich muss schnell arbeiten. In meiner Panik säge, hacke und schneide ich. Meine Schreie verhallen in der stillen Gleichgültigkeit der Dünen, der Kälte des Wüstens, im kühlen Schein des Mondes. Ich opfere meine Schönheit für die Chance zu überleben und bezahle für meine Zukunft mit der einzigen Währung, die ich je besessen habe. Okay. Sehr schön. Oh. Schwächung, Gifthauch, zerbrochen und schön. Schutz verhindert. Beim Gegner oder bei ihr? Ordentlich. Ordentliches Item. Da bin ich gespannt. Das sieht ja aus wie ein Quest. Wie so ein Crimson Court Item. Und da habt ihr ja gesagt, das ist eher so ein Teil, so... A full pack often attracts unwanted attention. Moment. War das gerade ein Hinweis, dass hier irgendwas gerade kommt? War das gerade ein Hinweis, dass jetzt...
so ein Dude gespawnt ist, so ein Beobachter, so ein Collector. Ich hole mir noch das Trinken und dann gehe ich hier raus. Well done, well done. Gut gemacht. Habt ihr fein gemacht. Sehr schön. Nummer 1. Das war kein Fehlschlag. Das war genau das, was ich wollte. Das nicht. Aber sonst war es genau das, was ich wollte. Okay. Nummer 1. Das war der vorletzte Traum. Ein Traum fehlt noch. Ein schönes Ding ist sie, aber sie hat eine schwierige Story. Okay, nicht mehr unvernünftig, sehr gut. Rote Seuche, geheilt, geheilt, geheilt. Nichtempfindlichkeit entfernt. Für den Moment zumindest nach körperlichen Prüfung zurückgekehrt. Ah, Graf, du warst auf der Suche nach körperlicher Prüfung. Alles gut. So, der Stress ist jetzt hier hoch. Da müssen wir was dagegen machen. Die darf in die Taverne, in die Spielhalle. Bisschen sich ablenken und Sapphire Fox muss dann als nächstes wieder ran. Okay. Diese Items bitte alles ablehnen. So, wir probieren es gleich ein weiteres Mal. Du bekommst... Nein, nicht die Spieluhr, die Spieluhr. Und ein Buch. Gut, das hat nämlich gerade wunderbar geklappt mit dem, dass man kaum Stress bekommen hat. Ja, du warst ja noch beim letzten Mal recht fit. Dann, wie sieht's mit euch aus? Habt ihr viel Stress bekommen? Eigentlich nicht, eigentlich überhaupt nicht. Tatsächlich. Ja, nur die da hat halt Stress bekommen wegen ihrer Quest, oder? Wegen ihrem Albtraum, aber das ist ja in Ordnung. Deswegen machen wir das ja. So, und hier haben wir wieder was Langes. So, sehr Langes. So, schön. Nee, passt. Können wir gleich wieder rein und das... Oh, shit. Ah, ich Idiot. Hätte ich mal vorher nachschauen sollen. Was hat er nochmal gehabt? Also, was hat... Er hat auf jeden Fall das da gehabt. Und du hattest das da gehabt. Und... Was hattest du noch? Ich vergaß. Belastend. Mega belastend. Und vielleicht das da? Ich weiß es nicht mehr. Oder hattest du das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen, was ich denen gegeben habe. Das ist doch was Schönes mit extra Auswahl. Ah, braucht man nicht. Nicht für diese kurze... Für diesen kurzen Job. Eher irgendwas... Irgendwas, was generell gut ist vielleicht. Shit. Ich tue mir echt schwer, wenn ich die Sachen mit Licht nicht nehmen kann. Dann vielleicht mit ihr. Sie kriegt auf jeden Fall das da und... Ja, den anderen Heilanhänger. Der war doch irgendwo ein Heilanhänger. Extra Heilung, nicht Heilung erhalten, sondern Heilung geben. Das war das da, das ist da Heilfähigkeit. Das passt doch. Und du bekommst dann extra Ausweichen. Extra Ausweichen ist geil, stimmt schon, aber nicht notwendig hier. Vielleicht ist es einfach notwendiger, irgendwie Bluten zu erhöhen oder... Wenn ich das wüsste, wie das Licht da getriggert wird. Ah, hier. Gehen wir hier ein bisschen Präzision. Braucht man zwar nicht zwingend immer, aber naja. Gut, die Truppe ist wieder ready to rumble. Blutrausch hat er noch, tatsächlich. Lustig. Dann auf geht's. Und schon wieder Ding. Moment. Gibt's hier vielleicht einen anderen langen... Ah, da haben wir einen anderen. Gift. Ist okay. Ja, ist okay. Dann halt Ruinen. Dann sehen wir da vielleicht... Na, wobei, Taschentuch ist nicht so toll. Ja, das ist gut. Let's go! So, das mit der Nahrung, extra Pack Nahrung, war nicht not bad. 1, 2 Blut zur Sicherheit.
Dann das, 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 das und das. Und ein Stack davon. Und wir sind ready to go für einen weiteren Albtraum. Den können wir ja vorher heilen wieder beim Schlafen. Das ist ja das Gute. Wir haben zwar ein bisschen Stress noch vom Rückziehen aus dem letzten Dungeon. Aber das können wir wegheilen. Oh, damn it. Ich habe ganz vergessen, ich hätte die anderen ja ins Kloster oder so schicken können zum Stress abbauen. And what better place to begin than the seat of our noble line? Naja. Oh. Ja, das ist ja. Also, das ist ja super. Und dann lohnt sich ja richtig. Da kriegen wir unser Geld wieder zurück. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut. Dann mache ich hier richtig einen Loot Run. Und gehe mit nahezu keinem negativen raus hier. Das ist sehr schön. So, ja. So, den Schlüssel brauche ich dann nicht mehr. Die Hundedinger nehme ich sowieso nie. Und so. Genau. Ich wollte gerade die Schaufeln wegtun, aber ich habe ja gesehen, da ist etwas vor uns. So, dann. Zeit für Rasten, würde ich sagen. Achten wir mal drauf. Gibt es einen Hinweis? Nein, gibt es nicht. Okay. Ja gut, dann... Hindern, das und das und das und... Reden mit dem und Gutes. Nochmal? Schade. Ist egal. Schade. Das ist belastend. Aber wir haben Geld bekommen. Ups, die Musik. Dann gehe ich noch schnell mal davor und hole dieses Kuri und dann einfach nochmal. Next try. Mit derselben Truppe. Zum Glück geht es. Ah, schade. Das ist das Gute. Dadurch, dass wir hier Gold bekommen haben, haben wir nichts verloren. Where there is no peril in the task, there can be no glory in its accomplishment. Außer das da. Das ist nicht gut. Ach, komm schon. Syphilis. Gehe ich trotzdem deswegen rein? Das ist doof. Das ist doof. Syphilis ist doof. Wobei... ja. The preponderance of rare and exotic injuries makes this place perfect for the study of suffering. Jetzt kann ich, muss ich gar nicht. Akira, wir wissen ja uns beide mittlerweile, du willst in die Bußkammer. Oh ja. Darauf stehst du. Hast du ja letztes Mal einen guten Perk dadurch bekommen, also von daher wieder rein mit dir. So, der Rest ist tatsächlich schon von selbst. Nee, oder ich habe die anderen einfach nicht vergessen. Kann auch sein. Hier, das ist alles kostenlos. Dann... Zaltais. Atemlos vielleicht. Das ist eine teure Sache wegzubekommen. Die anderen Sachen will ich nicht permanent haben. Ja, eigentlich möchte ich deine Krankheit heilen, aber das ist gerade nicht so gut. Haben wir nix. Ist das Fernkampf? Das ist alles Nahkampf, deswegen irrelevant. Du hast leider was. Nein, da ist nichts dabei. Also, es ist schon was dabei, was man wegmachen kann, aber ist jetzt nichts Wichtiges dabei. Sachen kann man immer wegmachen. Irgendwas, was du behalten solltest. Finde ich gut.
Nee. Ah, genau, was wegmachen. Das habe ich nie dran gedacht. Irgendwas, was ich nicht brauche. Nee, das auch nicht. Alles ist irgendwie brauchbar. Hm. Naja, gut. Okay, die Truppe ist weiterhin ready. Let's go again. Mittel, da soll ich nicht schauen. Mittel, mittel, kurz, mittel, lang. Da war doch was. Oh, tatsächlich, das ist etwas, was ich gerne haben würde. Der Siegelring des Vorfahren, das wäre schon etwas Geiles. Aber wir wollen ja was anderes erreichen. Und das ist wichtiger. Das ist wichtig, dass wir es erreichen. So. So, 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 so. Weil dann kann man endlich frohen Mutes weitermachen mit dem Text. Eine weitere Last. Hinter mir, das wäre es. Das ist das Ziel. Eine weitere Gefahr besonders, weil sonst kann ich nie die Schildbrecherin mitnehmen auf eine gefährliche Mission. Sonst muss ich immer darauf achten, dass diese Albträume triggern. Deswegen diese Gefahr. Pace out the halls of your lineage, damit. Once familiar. Now, Thorin. Schatz oder oben war Curio. Das ist beides kämpfen. Ah, shit. Na gut, dann lieber Schatz. Was ist hier los? Achso, dein Blutrausch ist zu Ende. Na, wenn du meinst. Oh, oh. Das ist neu. Das sind die Teile, die ich mit einer Fackel wegmache. Mit Weihwasser. Heilkräuter. Gegengift? Was willst du denn von mir? Soll ich es mit der Schaufel kaputt machen? Ich probiere es einfach aus. Fackel hat man schon. Schlüssel ist unsinnig. Ja, das will einfach bloß geöffnet werden. Lass mal. Da kommen bloß Viecher wahrscheinlich raus. Lass mal. Viecher. Ja, Ansteckung ist ja höher, Gefahr hoch. Ja, ist hoch. Schlitze. Fressen. A singular strike. A singular strike. Eins will ich wegmachen. Eins der Viecher muss weg. Genau, klatsch zurück. So muss es sein. Und da ist der Blutfluch beim nächsten. Stirb! Nein, stirb, du! Continue the onslaught. Destroy them all. Shit. Vor allem, das ist ein stärkeres Bluten. Dann nehme ich doch das. Press this advantage. Give them no quarter. Na gut. Schade. Ein weiterer Blutfluch. The blood pumps. The limbs obey. Hätte ja nicht sein müssen. So clearly in view. Ach komm, jetzt behalten wir das auch. Or is it merely a trick? So, wie sieht's aus mit jetzt einem Kampf? Ja? A moment of Gönnung? Albtraum? Ja? Ja! Der finale Kampf steht bevor uns. Nice! Dann könnte ich vielleicht den Dungeon auch einfach so weitermachen. Ah, nee, nee, nee. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen hier, das zu machen. Habe ich keinen Pep-Talk? Ja, das ist ja, glaube ich, Pep-Talk. Ich meine, das minus 15%, das ist doch stärkende Worte. Habe ich anscheinend nicht. Abwehr erhöhen. Kampf nur selbst. Nur selbst. Ein Gefährte ist blöd. Deswegen, das doch. Okay.
Halt, wir haben noch zwei. Egal. Es wird Zeit. Es wird Zeit für the fight. Oh ja. Oh, zwei Riesenviecher. Oh, hätte ich gar keine Unsichtbarkeit gebraucht. Ist auch okay. Zwei riesige Viecher. Ah, wenn wir eins losbekommen, wäre das schon viel geholfen. Ja, ein Viertel des Lebens haben wir geschafft. Ja. Oh, nee. Kann ich stunnen? Möglich, nicht unmöglich. Ah, gut. Geklappt. Gut, gut, gut. Nicht so gut. Jawohl. Und jetzt ein schöner Hit und dann ist die weg. Nein. Gut. Greif an. Greif an. Ja, kein Thema. Du hast Anti-Stress-Items. Das stresst dich. Das stresst dich nicht genug. Das ist schlimmer. Nice. Und gleich ist der Albtraum zu Ende. Also tatsächlich unangenehme Gegner, wenn man sie so einfach so random als Nachtkampf bekommt. Ansonsten ist das alles... Ansonsten gehen sie. Besonders die anderen kleinen Viecher waren meiner Meinung nach gefährlicher. Ich habe schon wieder vergessen, das Gift zu bekämpfen. Belastend. So. Und... Yes! Ende! Ich starre auf meine abgetrennte Hand, meinen blutigen Arm. Unanzügliche, grinsende Menschenmengen und Münzen, die mir zu Füßen geworfen werden, sind von nun an Geschichte. Ich hauche meinem Befreier ein wortloses Dankeschön zu, während er sich in die Schatten davon schlängelt. Endlich bin ich frei von meinem goldenen Käfig. Endlich verstehe ich, ein Ding kann erst dann wahrhaftig schön sein, nachdem es zerbrochen wurde. Okay, die hat eine schlimme Geschichte hinter sich. Ihr Körper wurde ja so rumgereicht und verkauft an die Reichen und so. Und irgendwann hat sie sich, war sie halt gefesselt und dann hat sie halt ihre Hand abgetrennt und seitdem ist sie frei. Oh, hey, ja, abgetrennte Hand. Super. Zerbrochen und schön. Okay, zerbrochen und schön. Ah ja, dann kriegt man nochmal das. Also ordentlich Gift wieder. Oh, das eine gibt Stressschaden, das andere nimmt Stressschaden und ordentlich Max EP, ordentlich Abwehr. Vielleicht ist es eine gute Kombination, das stimmt schon. So, das nehmen wir mit, das würde ich auch gerne mitnehmen. Nehmen wir so und natürlich nehme ich das auch gerne mit. Hierhin und gut ist. Gemeinsames Glück-Achievement bekommen. Okay. Gönn dir. Dann können wir uns noch den Loot hier gönnen. Damit es sich richtig gelohnt hat. Ja, gut, weg mit euch. Okay. Gönne ich mir noch was? Nee. Nee, das war's. Das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich, finally geschafft. Geil. Zwei grauenvolle Jahre. Oh, und ich habe 2 Jahre geschafft. Achievement. Das war anscheinend die 140. Woche. Ja, durch die Fluchten sind die Wochen ein wenig schneller vorangegangen. Gut, 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 gut. Irgendwas wurde... Ja, Vampirgeister. -50. Was wurde weg? Unbeugsam. Naja. Sehr schlecht. Nee. Das ist gut. Spirituell? Achso, erhalten. Ja, wobei ist auch okay. Das ist schlecht. Da müssen wir schon wieder wegen nachhelfen, aber ansonsten... Finally, endlich. Ich habe beide Items jetzt von der bekommen. I see something long absent in the sunken faces of passersby. A glimmer of hope. Was? Quest, der Preis des Krächzers? Schon wieder eine Quest? Ich dachte, das... Grausamer Krächzer wieder besiegen. Oh. Ausweichen. Ich liebe Ausweichen.
Bei Licht unter. Das ist doch nicht so wichtig. Schon wieder so eine Quest? Der Krächzer war heftig. Muss ich mal überlegen, ob wir den als nächstes machen. Ich fühle mich schon wieder herausgefordert. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es mir anschauen. Na gut. Lange, lange Aufnahme. Dafür, dass wir eigentlich bloß 2 Kämpfe machen wollten. Aber gut, so ist es halt. Wenn man das forcieren will, dass das jetzt geschieht, dann ist es so. Ein Blutfluch mehr bedeutet, der Druck erhöht sich, dass wir das machen müssen mit dem Blutfluch. Ist aber noch relativ überschaubar, tatsächlich. Das kriegen wir hin. Ich werde davor auf jeden Fall noch ein bisschen farmen. Da werden noch einige Bluten bzw. Blutfluch abbekommen, befürchte ich. Und dann, wenn irgendwann mal unser Blut zur Neige geht oder zumindest geringer wird, dann kann man es immer noch machen. Na gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.